Monday is my favorite time of year. Guten Morgen, ich bin Baum und es ist ein Montagmorgen. Wir haben jetzt gleich 10 Uhr. Ich bin wach seit. Ich habe mich verlernt, auf Dienstpläne zu gucken und wusste nicht, ob ich arbeiten muss oder nicht. Deswegen dachte ich, mache mich mal fertig und fahre hin. Ich habe frei. Ich habe mein Set dabei, beziehungsweise guck mal hier, ich habe meinen Schlagzeuger dabei. Ich werde jetzt mit ihmchen zusammen das Set einmal durchgehen. Mir brennen zwar die Finger noch von gestern, da habe ich sämtliche Bässe aufgenommen, die liegen da auch schon mit drin. Werde das alles aufnehmen, Gesang komplett links, Gitarre komplett rechts, dann kann ich nämlich hinterher wieder splitten. Und dann werde ich entlang dieser Aufnahme, natürlich in Kombination mit der Aufnahme, dann checken, wo noch zweite Gitarren und so ein Krempel rein müssen. Stisst ihr? Ich habe das zwar schon an die 10 Mal runtergespielt, das war aber zu Hause und zu Hause singe ich nicht mit. Da singe ich, wenn dann so, nenn mich frei. Willst ja nicht die Nachbarschaft zusammenbrüllen. Deswegen mal gucken, wie weit das hier läuft. Dann sind wir gestimmt. Na, ich denke schon. Und ich bin auch extra so positioniert, damit ich immer so ein bisschen schräg gucken muss, wenn ich was mit ihm timen will. Was interessant wird, weil er ein bisschen laggy ist. Ich habe schon Sachen auf den Ohren, deswegen brüll ich dich voll an. Ich bin voll der Unhöfliche, es tut mir leid. Bisschen. Ihre Kamera heißt Parkour, das hast du dir abgeschaut. Oh, das ist nicht gut. Okay, das Video stockt, also die Wiedergabe, wenn ich ihn auf dem Bildschirm habe, deswegen habe ich ihn jetzt mal nicht auf dem Bildschirm. Dafür wesentlich lauter auf dem Ohr. Deswegen brülle ich dich voll an, nach wie vor. Das reimt sich. Oh, komm in nächste Woche. Oh, komm in. Eine Stunde später. Ich lag in Amaretto, in Neuenrade. Ren und Stimpy liefen auf Schill und ihrer Party. Und das war schön. Das hat ja nicht so wunderbar funktioniert. Was ich auch nicht bedacht habe, ist, ich müsste mich jetzt mal entscheiden, mit welcher Gitarre ich... Wahrscheinlich werde ich eh wechseln müssen, weil irgendwelche Saiten wieder reißen. Ich würde lieber mit der spielen, wie heißt der? Marco Reus. Und dann hätte ich Kapok Tuft als Zweitgitarre von Band. So, was ich, glaube ich, soundlich dann auch besser macht. Das einzige Problem ist, Kapok Tuft sieht besser aus. Und mit Kapok Tuft habe ich jetzt die ganze Zeit geprobt und mit der nicht. Aber die verstimmt sich wenigstens nicht. Die, das ist viel wert. Jetzt haben wir neben Subotic und Marco Reus da draufkleben, die beide seit gefühlt 100 Jahren nicht mehr gespielt haben. Vielleicht überlege ich mir da noch was. Und einen Kaffee, weil hier gibt's ja nur noch Tee. Wahrscheinlich muss ich bei beiden auch eh nochmal den Hals nachziehen und sowieso sämtliche Schrauben und Mechaniken und so. Ich hatte hier wieder ein Wackeligen, das scheint jetzt diesmal meine Stromweiterleitung hier unten zu sein. Da hatte ich auch mal noch eine von. Die ist sowieso scheiße. Da muss ich mich mal drum kümmern. Ich gehe frühstücken und dann mache ich entweder Zweitgitarrenaufnahmen. Falls ich live gehe mit Kapok Tuft, dann mache ich Aufnahmen mit ihr. Oder ich probe das Set nochmal durch und komme dann morgen mit Kapok. Und danach sollte ich auch echt, das Ding ist, also ich habe die Woche noch, ich arbeite auch nicht viel. Eine Bandprobe fällt auch flach. Insofern lieber heute ein bisschen schonen noch. Ich könnte ja noch CDs brennen, falls zu viele Leute welche kaufen wollen. 20 Minuten später. Hello again. Das war lecker. Ich hatte so eine, die mich hoffentlich fit machen für das Bevorstehende. Ich mache das ganze Set nochmal. Auch ein bisschen in der Hoffnung, dass ich es diesmal mit 6 Saiten beende. Das allerdings nicht filmen in der Hoffnung, dass ich nicht mehr schlechter werde an dem ganzen Krempel und noch ein paar Tage hier sein werde diese Woche. Also warum sollte ich? Bevor ich wieder hinterher mit viel zu viel Material jongliere. Ich werde heute keine Aufnahmen mehr machen fürs Playback. Vielleicht mache ich auch nur einmal Gitarre, falls die Finger nicht so ganz wollen, weil proben muss ich ja auch noch ein paar Mal. Definitiv alleine auch um das Singen dabei, das gleichzeitige Singen. Ist ein bisschen mehr als in den anderen Bands. Ist schon eins Unterschied. Stimmung sieht gut aus, bin mir nicht ganz sicher bei. Okay, einmal noch das Set und dann bin ich raus für heute. Dann werde ich noch ein bisschen was an Latte Macchiato schnipseln. Da habe ich nämlich eine Idee, wie ich einen Schlagzeuger haben kann, ohne einen Schlagzeuger zu haben.
so einen Scheiß machen und das Playback-Intro wollte ich auch nochmal neu machen. Okay? Okay. Und solange euer Blut brennt, weil noch ein glubernder Glut kämpft, sind wir alle hier. Eine Minute, 37 Sekunden später. Jo, ich bin's nochmal. Mir ist gerade was aufgefallen. Guck mal, ich habe hier die Gitarre, die ist auf scharf gestellt. Und jetzt näher ich mich mal dieser lustigen Säule da. Die ist nicht von uns, die ist von der anderen Band, die hier ausziehen wird übrigens. Ende diesen Monats leider. So, Achter, ich hier mit dem Tonabnehmer. Hörst du das? Voll geil. Also solltest du das irgendwann in den nächsten Jahren in irgendeinem Release hören. Hier kommt's her. Sagen Sie es bitte nicht. Dienstag. Guten Morgen. Wir haben einen Tag später. Ich bin schon eine Weile zugange. Ich nehme jetzt zweite Gitarren auf. Warte mal, ich klappe mich mal weg, sonst gucke ich wieder mich an und nicht dich. So. Ich nehme gerade zweite Gitarren auf. Ich bin knapp bei der Hälfte des Sets. Ich werde jetzt erstmal zu gut der Hälfte gehen und dann möglicherweise, es wäre dann der zweite von drei Feierabenden, die ich heute mache. Morgen habe ich den ganzen Tag nichts anderes vor. Gib mir einen Job, denn ich will Urlaub nehmen. Dann kann ich das morgen zu Ende machen und danach noch ein, zweimal das Set. Ich hätte eine Tastatur gut gebrauchen können. Ich mache hier gerade alles mit Bildschirmtastatur und wir hören übrigens das traditionelle Strat-Rauschen hier gerade und dröhnen. Mach dir keine Sorgen, sagt die Traumfrau zur Wachfrau. Das hier ist nur ein Wachtraum, ich bin gleich wieder weg. Ja. Okay, ich denke, das können wir nehmen. Wenn das ein bisschen unsauber ist, das ist nicht so schlimm, weil die Gitarren sind nur im Hintergrund. Kann man, denke ich, machen. Ich gebe denen jetzt mal 10 Dezibel drauf. Statt wie sonst immer 5. Oh, mit Brötchen. Kann ich auch direkt mal kurz testen. Auch mit der anderen Gitarre noch mal was aufnehmen. Ich spiele nämlich, nein, nicht minus 10, plus 10, Junge. Ach, das alte Leid. Das wird jetzt komplizierter. Ich melde mich später noch mal vielleicht oder morgen, okay? Okay. 6,5 Stunden später. Morgen, ganz sicher. Guten Morgen und Kuckuck, wir haben Donnerstagabend. Und jetzt folgt die erste von wahrscheinlich zwei Generalproben. Warte mal, das steht hier scheiße. Das steht hier echt scheiße. Trete ich wieder auf die falschen Pedale nachher. Ich bin das schon gewohnt, du noch nicht. Deswegen mache ich das jetzt mal vor laufender Kamera. Da vorne wird mein Schlagzeuger jetzt in der 480p-Version. Ich muss auch Saiten einspielen, das sind neue Saiten. Wahrscheinlich werde ich mich ziemlich verstimmen. 12 Uhr Mitternacht. Tschüss! Das war nicht schlecht, bis auf in den Details. Also im Großen und Ganzen habe ich gut gesungen. Stimme war auch früh schon warm. Ging auch nicht kaputt. Gitarre war in Ordnung, hat gefluppt. Saiten wird nächstes Mal besser sein. Ja, Kleinigkeiten, die Ansagen sind halt kacke, aber weil ich halt bestimmte Zeitspannen habe zwischen den Songs, theoretisch müsste ich das Set so oft am Stück machen, bis jede Ansage sitzt, aber dann hast du halt auch wirklich alles durchgetaktet und das will ich dann auch nicht. Deswegen lieber noch ein bisschen Zufall drin lassen, zumal ich auch echt nicht mehr so viel Zeit habe. Ich spiele nämlich, das war kein Witz, ich spiele bei der anderen Band auch mit, weil deren Schlagzeuger ist krank. Das heißt, ich habe da noch eine Setlist, das weiß ich seit vorgestern. Also ich habe 4 Tage Zeit für 19 Songs am Schlagzeug. Glücklicherweise die knappe Hälfte kenne ich. Die andere Hälfte muss ich mir alles merken, was da wann, wie, wo passiert. Deswegen mache ich hier auch ganz schnell Schluss. Dann habe ich nämlich vor dem letzten Bus noch mal Zeit für ein paar Songs da. Okay? Okay. Tüdelülülü. Neue Regel für diese Probe. Zwischen jedem Lied muss ein Witz erzählt werden von einer anderen Person. Okay, das ist aber kacke, ich kann mir nicht gucken, Witze mehr. Dann nur von Baum. Ich spiele mit mir selbst. 22.10. Lockvogel Hema, du brauchst kein Einspitz Geld. Oh, 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 oh. Lala, ich spiele.